Hallo zusammen, Photoshop-Tutorial. Und zwar geht es darum, wie man, so wie hier, so einen Hintergrund in so ein Bild reinkriegt. Ich zeige das mal. Eigentlich sieht das so aus, das ist ganz normaler Papierhintergrund. Und das Bild hatte ich auf Facebook gepostet, verschiedene so aus diesem Shooting. Und das fandet ihr toll und wolltet wissen, wie man das macht mit dem Hintergrund. Das ist kein Composing. Und in dem Video zeige ich halt, wie das geht. Und gleich kurz vorweg, sorry, das ist eine englische Version von Photoshop. Das ist halt relativ mühsam beim CC. Kann ich nicht einfach hin und her schalten zwischen Deutsch und Englisch. Und weil ich lieber mit der Englischen arbeite. Aber es ist, wir nehmen eigentlich nur einen Schalter. Ich glaube, da kommt ihr nach. So, also, so kommt das Bild quasi aus der Kamera mit ganz leichten Bearbeitungen nur. Also nichts Wirkliches gemacht. Und jetzt nehme ich hier, ich mache das mal weg. So, jetzt nehme ich hier eigentlich quasi so eine Mauer. Und zwar ist es einfach ein Brückenpfeiler, unter dem ich jeden Morgen längs fahre. Den habe ich ganz normal fotografiert mit, wo ist das Originalbild? Sowas kann man machen. Ich zeige das gleich noch, sowas. Und das ist mit der Sony A6000 aufgenommen. Also völlig unkompliziert per se. So, wenn wir zurück zu unserem Bild gehen, was ich also hier jetzt gemacht habe, ich mache das mal weg. Ich nehme das Foto und ich ziehe dann, ich fange mal neu an. Ich nehme das, wo ist er? Da, nein, kommen wir gleich zu. Da. Ich nehme den und schiebe den einfach da drüber. So, dass er da drüber ist. Ja, richtig. Und jetzt ist es da drüber. Und was ich jetzt mache, ist, ich gehe hier auf die Ebenen und ich sage Soft Light oder Overlay, also weiches Licht zum Beispiel, oder ineinander kopieren. Kann man gucken, wie das aussieht. So, und das sieht der Hintergrund eigentlich schon so aus, wie ich das haben möchte. Ich kann optional da noch ein Level drauflegen und den dann, wenn ich die Alt-Taste drücke und hier zwischen die beiden klicke, dann kommt dieser Pfeil, dann bezieht er sich nur auf die Mauer. Wenn ich jetzt also die Mauer heller oder dunkler machen möchte, dann kann ich hier hingehen und nur die Mauer heller oder dunkler machen. Seht ihr das? Okay, also das kann man dann so halt ein bisschen steuern. Manchmal ein bisschen dunkler, schon dabei sind. Vielleicht mal so. Okay, jetzt sehen wir aber noch ein Problem und zwar habe ich jetzt hier Struktur in der Haut drin. Das hängt jetzt sehr davon ab, wie euer Hintergrund aussieht, wie euer Hauptmotiv aussieht. Das kann gut aussehen. Auf dem Kettenhemd stört das gar nicht. Auf dem Helm sieht das sogar cool aus, weil das ein bisschen Struktur reinbringt. Und je nachdem, das Soft Light, das ist halt abhängig von der Helligkeit, so ein bisschen von den Farbtönen. Deswegen sieht das teilweise sehr unterschiedlich aus und teilweise sieht man es gar nicht. Die einfache Lösung, wenn ihr das nicht haben wollt, ihr geht hin, ihr macht eine Maske drauf. Geht, die Maske ist standardmäßig weiß. Das heißt, alles ist da. Ihr nehmt einen schwarzen Pinsel und den nehme ich dann so ein bisschen so halbhart quasi, nicht ganz weich. Und dann gehe ich einfach ran und male hier das wieder nach. Und zwar könnt ihr das relativ grob machen. Ja. So, vielleicht. Und jetzt könnt ihr hingehen, ups. Und hier halt relativ grob rangehen und das nachmalen. Wenn ich mich jetzt hier vermale, so wie hier, dann sieht man das natürlich schon. Jetzt drücke ich X, um die Farbe zu wechseln. Seht ihr das links? Schwarz-weiß, schwarz-weiß, schwarz-weiß. Und male es halt wieder rein. Und wenn ich hier die Kante am Kopf nicht sauber mache, so wie hier, jetzt male ich ja den Kopf auch so ein bisschen rüber, das sieht man nicht. Das ist das Schöne daran, dass gerade auch bei Haaren dann echt überhaupt kein Problem. Also umgekehrt sieht man es. Ja, die Kante sieht man, da sieht man, dass ich da nicht gut gearbeitet habe. Aber wenn ich es umgekehrt mache und hier halt so ein bisschen die Haut überlappe, das sieht man nachher nicht. So, und dann gehe ich ran und male ich, ups, falsche Farbe. Halt mit Schwarz ran und male das Gesicht aus. Und die Teile, die ich nicht haben will. Hier an den Arm denken. Bei dem Kettenhemd kann man mal gucken. Ja, vielleicht ist ohne tatsächlich besser. Bei dem Helm finde ich es eigentlich gut, oder? Finde ich es eigentlich gut. So, ich mache das jetzt mal wieder weg hier. Und den wieder an, weil das habe ich schon gemacht. Ihr seht das. Da habe ich so ein bisschen den Arm nachgemalt, das Gesicht nachgemalt, den Rabenschnabel heißt das Ding nachgemalt. By the way, wenn ihr sehen, diese Maske sehen wollt, Alt-Taste drücken und darauf klicken. Dann seht ihr nur die Maske, wieder Alt-Taste raufdrücken, dann seht ihr das richtige Bild. Das ist schon die ganze Zauberei. Das klingt jetzt zu einfach, oder? Das ist auch zu einfach. Das geht leider doch nur bedingt so. Ein paar verschiedene Probleme tauchen auf. Zum einen seht ihr, ihr habt hier so einen dunklen Rand. Wo kommt denn der her? Schauen wir uns das mal an. Nimm das Bild mal wieder weg. Weil die Mauer sieht eigentlich gleichmäßig aus, oder? Also da gibt es eigentlich keinen Grund, warum das aus der Mauer kommen sollte. Also muss das aus mir kommen. Und ihr seht, das Bild hat hier eine Vignette. Und zwar ist es der Blitz, der halt mit Grits ist. Das heißt, der blitzt mich viel mehr an als den Hintergrund und der Hintergrund hat einen starken Verlauf. Und das ist eigentlich die Kunst, damit viel rumzuspielen und zu überlegen, was ihr haben wollt und was ein bisschen auszuprobieren, was funktioniert.
Typischerweise macht man das nicht wie ich hier mit Schwarz, sondern mit einem grauen oder weißen Hintergrund. Und am einfachsten ist es, wenn ihr den gleichmäßig neutral grau habt. Das sieht aber dann auch häufig langweilig aus. So wie ich das jetzt hier habe mit dem Farbverlauf, finde ich das eigentlich sehr gut. Ich hätte nachher sowieso eine Vignette drauf gemacht. Jetzt kann man noch über nachdenken, ich kann es hier noch irgendwie eine Fackel reinmalen oder was auch immer. Also in dem Fall gefällt es mir, dass es da und da dunkel ist. Das finde ich gut, das wollte ich gezielt so haben. Aber in anderen Fällen will man das vielleicht nicht. Damit müsst ihr wirklich, wirklich experimentieren. Und auch mit den Hintergründen, das ist viel schwieriger. Wenn man das, es gibt da viele Tutorials zu. Glinduist zum Beispiel, von dem habe ich das, der hat das mehrfach erklärt. Also sieht immer so einfach aus, wenn man es selbst macht, funktioniert es nicht. Ich zeige das mal nochmal. Jetzt nehme ich mal diese Mauer, die sieht doch auch cool aus. Machen wir die mal da drüber. Meine Maus spinnt so ein bisschen. Ich nehme die mal da drüber. Ich nehme die, man kann die übrigens auch kombinieren natürlich, aber ich nehme die jetzt mal weg. So, jetzt haben wir nur die Mauer. Jetzt gehe ich hier wieder auf weiches Licht. Oder Overlay, weiß es manchmal gut aus. Und das sieht doof aus, oder? Also mal abgesehen davon, dass ich jetzt ganz anders aussehe, das kann man ja wieder wegmalen. Aber der Hintergrund passt einfach nicht so richtig dazu. Und er vermischt sich auch nicht gut mit dem. Wenn der Hintergrund hier eine andere Farbe gehabt hätte, dann, oder heller gewesen wäre, dann wäre das anders mit dem Vermischen. Darauf achten. Die Steine sind in dem Fall viel zu groß. Also da stehe ich ja vor einer Titanenmauer. Das ist also das mal sicherlich das Auffälligste an der Sache. Und da müsst ihr halt ein bisschen Gefühl für entwickeln. Oder noch einen anderen Hintergrund, den ich hier habe. Wo war der jetzt? Da. Der sieht auch ziemlich cool aus. Das fand ich voll cool, dass ich den fotografiert habe. Das ist ein Garagentor. Und hier sieht man so ein bisschen den Hintergrund durch. Also ist einfach, dahinter ist einfach dunkel, deswegen sieht er so schwarz aus. Das ist nicht wirklich schwarz. Ich habe bislang noch kein Bild gefunden, wo ich das wirklich einsetzen kann. Aber ich versuche das tapfer weiter und irgendwann finde ich eins, wo das cool aussieht. Aber es sieht irgendwie immer doof aus. Prinzip ist aber dasselbe. Ich gehe dahin, ich sage softes Licht. So, es passt natürlich jetzt vom Thema her nicht. Es vermischt sich in dem Fall eigentlich relativ gut mit dem Hintergrund. Auch da darf es ein bisschen dunkler sein, warum nicht? Und auch hier kann ich jetzt ja wieder hingehen, Levels drauf machen und jetzt sagen, okay, spielen wir doch damit mal. Also das bezieht sich jetzt nur auf den Hintergrund. Und dann kann ich den so ein bisschen, vielleicht eher so, ein bisschen heller machen oder so. Und muss mich dann wieder ausmalen. Also das ist die ganze Hexerei. Eine Struktur finden, die passt vom Thema her. Und häufig sind so einfarbige Sachen, sag ich mal, noch gut. Asphalt ist gut, so diese Mauerstruktur, die ich hatte, ist nicht so schlecht, weil das hier so feine Strukturen sind, die man nachher sieht. Man kann auch ein Stück Moos nehmen oder ein Stück Holz oder irgendwie einen Stein oder also da, die Dinger kann man auch, man kann die auch wirklich, man kann die, ich frage mich mal warum, aber man kann die Dinger auch kaufen. Man kann so eine Packs kaufen, wenn man zu faul ist, selbst rauszugehen. Ist eine riesen Gaudi. Macht das doch mal. Geht mal einen Tag raus und sammelt. Einfach geht durch die Gegend und haltet die Augen offen und sammelt alles mögliche in den Hintergrund. Strukturen, eigentlich so wirklich so Strukturen vor allem. Und das ist ein riesen Gaudi. Da kann man die irgendwie ablegen im eigenen Ordner im Lightroom und dann hat man die parat. So mache ich das. Ich zeige das ganz kurz. Lightroom. Hintergrundwände. So, und das sind halt einfach Wände, die ich halt mal zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit mal angehalten, ein paar Sachen fotografiert. Da ist zum Beispiel eben die Mauergeschichte, die wir eben hatten dabei. Also überhaupt kein Problem. So, mehr gibt es dazu jetzt wirklich nicht zu sagen. Wo ist mein Bild? Machen das wieder weg. Machen das wieder weg. Machen das wieder an. Und jetzt gehe ich halt im Lightroom dann vielleicht noch hin und mache da irgendwie noch ein bisschen Vignette, vielleicht noch ein bisschen mehr rein oder so. Da kann man natürlich beliebig spielen. Ich zeige andere Beispiele. Hier zum Beispiel. Da habe ich jetzt einen sehr dunklen Hintergrund genommen. Das ist der Fußboden von meiner Küche. Das sind also so eigentlich so Laminatzeug, so Fliesen. Und die sehen nur so mäßig gut aus per se, aber so passen die halt einfach sehr, sehr gut. Und hier zum Beispiel habe ich den Hintergrund drinnen gelassen, damit das Kleid da so ein bisschen mehr Struktur drauf hat. Mich nicht recht irre, jetzt habe ich hier so viel gemacht. Finde ich natürlich schnell natürlich nicht mehr. So, ja, also ein bisschen ist der, genau. Hier sieht man das so ein bisschen, da ist die Struktur noch drin. Also da habe ich da relativ viel drin gelassen. Was haben wir noch hier? Auch bei ihm passt das eigentlich noch relativ gut. Finsterer Krieger, der da guckt, der Blick geht zum Auge hin. Auch das Bild ist noch nicht fertig, da fehlen immer noch so letzte Touches im Lightroom, ne? Nicht vergessen. Und auch hier passt dieser dunkle Hintergrund. Es muss halt farblich ein bisschen zusammenpassen. Deswegen zum Beispiel auch, ich habe hier zum Beispiel einen Fotofilter draufgepackt.
das mache ich dann natürlich auf beides. Und wenn ich danach noch so ein paar Farbfilter drauf packe, die auf den Menschen und auf den Hintergrund gehen, dann sieht man das nachher nicht mehr doll, dass das nicht echt ist. Ein bisschen auf die Helligkeit achten, hier ist es jetzt vielleicht ein bisschen sehr extrem, dass er wesentlich heller ist als der Hintergrund, obwohl es so aussieht, als wenn er nahe dran wäre. Und auch immer ein bisschen darauf achten, wenn man die Struktur so sieht wie hier, ist das ein bisschen grenzwertig. Es kommt schnell dazu, dass man hier Schärfe hat, dann hat man Unschärfe und dann hat man wieder die scharfe Wand, weil man vergessen hat, die weich zu machen. Also die im Zweifelsfall noch mit dem Gauss- und Weichzeichner oder sowas darüber gehen. Das ist also ein Feinschliff, den man machen kann. Okay, das war eigentlich alles. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ausprobieren ist ganz einfache Sache. Setzt halt voraus, dass man eine Struktur hat, die so ein bisschen dazu passt. Und ich habe es gesagt, es hilft, wenn der Hintergrund, sogar zum Ausprobieren, nimmt einfach eine weiße Wand und blitzt die nicht an, dann ist die im Bild ja grau. Und dann habt ihr es ein bisschen einfacher, aber nicht zwingend besser, wie üblich. Das Einfache sieht dann schnell auch eher ein bisschen langweilig aus. Und hier ist es ja jetzt auch so, das Bild original aus der Kamera, ich zeige es nochmal ganz kurz. Das Bild original aus der Kamera sieht so aus. Also das ist einfach wirklich das schwarze Papier, das ein bisschen angeleuchtet ist, aber ungleichmäßig und Falten drin und so weiter. Und das will ich in dem Fall, das soll man nachher sehen. Also, das ist das Geheimnis von Hintergründen reinbringen ohne Composing. Und nochmal ganz kurz, das geht nicht mit einer Landschaft. Also ihr könnt ja jetzt nicht im Hintergrund mit dem Trick einen Sonnenuntergang machen, eine Beach machen oder irgendwas. Das muss man dann schon anders machen mit Ausschneiden und so weiter. Und das geht wirklich nur, oder sieht jedenfalls nur dann sinnvoll aus, wenn man so Strukturen nimmt. Wände sind so noch machbar, aber vor allem bei Strukturen. Also, viel Spaß bei eurem Wänden einpflegen, quasi beim Tapezieren quasi von euren Fotos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.